Minus 9.108 Euro. Das sind etwas weniger wie 10%. Was hast du denn gemacht? 9,8%. Leo Riedel ist hier. Aber wir haben was ganz Besonderes. Wir haben ein extrem flaches, dynamisches Fahrzeug auf MAN-TGE. Das Auto wird es nie wieder geben. Richtig, in dieser Form nicht mehr. Der wird jetzt auf VW laufen ab Modelljahr 2024. Ist höher bei VW, ist insgesamt nicht so windschnittig wie der hier. Wir können das mal zeigen. Wir haben den VW auch schon da. Und witzigerweise ist der VW sogar ein bisschen billiger. Der ist sogar ein bisschen günstiger. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt hier natürlich das LED-Paket habe mit Assistenzsystem, aktiven Tempomaten, Lederlenkrad und Automatik. Das habe ich jetzt hier bei VW jetzt nicht. Genau. So, und das heißt, der MAN ist volle Hütte, der fährt sogar von selber. Aber hier siehst du, guck mal da oben, wenn du mal gerade da mal dich daneben stellst und deinen Arm ausstreckst, dann kommst du mit ausgestreckten Armen nicht aufs Dach drauf, siehst du? Und jetzt gehen wir mal zum MAN, können wir mal zeigen. Und da siehst du, trotz gleichem Innenraum, witzigerweise, ja, ist der so tief, dass selbst Fachleute verblüfft sind. So, jetzt mach mal das Gleiche, streck mal deinen Arm komplett aus. Und du siehst, also du bist fast oben. Wir reden hier über 20 cm niedriger. Richtig. Bei gleichem Innenraum. Bei gleichem Innenraum. So, das ist in Italien, Portugal, Spanien eine Welt. Und Frankreich. Frankreich. Das Problem ist noch nicht mal, dass du irgendwie nicht durchkommst. Das Problem sind schiefe Straßen, schiefe, enge Straßen. Was passiert, wenn es schief ist und eng? Wenn du eine Felswand da hast, dann kommst du unglücklich da dran, ja. So, und ich will jetzt keine Angst machen, aber hier reden wir eigentlich von Kastenwagenformat. Auch von der Breite her sind wir bei 2,20 Meter. Das heißt, gerade mal dieses Stückchen hier ist drüber. Genau, das ist nur etwas. Die kleine Wulst, aber dafür habe ich deutlich mehr Wohnraum. Also ihr könnt quasi zum ähnlichen Preis auch den VW kriegen, auch hier. Also ja, wir wollen ihn nicht schlecht machen, aber der MAN hat eine riesen Fangemeinde. Er hat unter anderem Truck Service europaweit. Die kommen zu dir auf die Autobahn, richtig, schleppen dich ab, so als hättest du einen 40-Tonner. So ist es. Den Service bieten die. Auch für den hier. Und das ist eine Besonderheit. Wird es nicht mehr geben. Der hier hat sogar LED ab Werk. Guck mal hier. Das ist, der hat Full LED. Die kannst du zwar beim anderen nachrüsten. Blinker, Fahrlicht, alles. Ja, aber für richtig teures Geld, ne? Ja. Also das ist klar. Du kannst ja auch LED-Birnchen reinmachen mit Zulassung, aber hier ist ab Werk. Der hat Abstandstempomat? Aktiven Tempomaten, richtig. Licht- und Regensensor. Alles mit dabei. Boah, ist der cool. Ich würde den direkt folieren, weißt du das? Ich würde den grau folieren. Wobei, hat nicht nur Vorteile. Das erhöht natürlich die Temperatur massiv, wenn du, es sind einige Grad, die ja dann ansteigt, aber cool ist es trotzdem. Man sollte allerdings beim Folieren auch bitte die Herstellervorgaben beachten, denn darunter kann es passieren, dass sich dann Sandwich löst. Ist das hier eigentlich, ist das noch Holzaufbau hier drin? Ja, ist noch Holzaufbau. Okay, das heißt, du hast die Isolierung praktisch wie beim Cabe, absolut winterfest. Ja, das Ganze hast du dann praktisch Aluminium mit dabei und das ist maximal gedämmt. Mehr geht nicht, oder? Genau, mehr geht nicht. Wir können uns das gleich mal angucken. Wir haben so ein paar Details vom Aufbau mal gezeigt, wie das zum Beispiel überlappend gefertigt ist, sodass die Feuchtigkeit gar nicht rein kann. Mhm. Und ihr habt auch in der Praxis damit überhaupt kein Problem, oder? Nee, da haben wir keine Dichtigkeitsprobleme mit. Mach mal auf, bitte. Der ist jetzt aber geschlossen. Hast du einen Schlüssel? Natürlich. So, geht den mal holen. Das heißt übrigens TGE 380. Das heißt 180 PS hat er hier. Der hat auch richtig Drehmoment. Leo kommt. Und dann zeigen wir euch mal ein paar schöne Details. Geht hier eigentlich noch mehr, als hier bestellt wurde? Oder ist das voll, voll, voll? Das ist volles Paket. So, das heißt Multifunktions... Multifunktionslenkrad, beheizbar, das Lenkrad. Genau. So, dann. So, das Display kenne ich noch aus dem T6. Das ist hier das dann. Das große Navigationssystem. Große Navigationssystem, Luftfeder mit dabei, CarPlay. Apple CarPlay, Android Auto. Ein schöner Griff zum Einsteigen, sehr bequem. Kenne ich auch aus dem T6. Also, der hier ist sehr nah vom Innenraum am T6 dran. Das ist ein T6. Also vom Innenraum ist das Original T6. Ja.
Das Armaturenbrett ist. Armaturenbrett ist, sieht aus wie vom T6, fühlt sich an wie vom T6. Und da siehst du also schön, allerdings Wandlerautomatik, kein Doppelkupplungsgetriebe. Richtig, wegen der Belastung. Okay, also habe ich verstanden. Boah. Und warte, ich drehe mich nur mal um, dass ihr das mal seht. Das Raumgefühl ist identisch. Genau. Wie beim VW. Ja. Mit 20 cm weniger Höhe. Höhe, genau. So, wir können gleich mal ein paar Details zeigen. Hast du einen Schlüssel hier? Ja. Alles ist offen. Super, dann machen wir auf. Weil er hat nämlich eine aktive Tankbeheizung mit drin. Die ist hier und die ist auch komplett isoliert, wie ihr seht. Und damit werden die Tanks beheizt. Genau, richtig. Der Abwassertank ist mit beheizt, der Frischwassertank. Über die Hauptheizung. Genau, über die Hauptheizung. So, und wenn der einfriert, passiert auch nichts. Also das ist nicht schlimm. Der kann nicht einfrieren dann, wenn die Heizung läuft. Aber wenn die Heizung nicht laufen würde und er friert ein? Das ja. Das ja. So, am besten vorher ablassen. Dann, weil ja viele kamen und gesagt haben, naja, der Neue hat ja jetzt Dieselheizung ab Werk. Der hier hätte beides. Du kannst nämlich problemlos bei jeder Bosch-Werkstatt eine Webasto-Standheizung zum Beispiel nachrüsten lassen. Das machen auch viele. Und du kannst die Truma dann im Umluftbetrieb fahren. Das ist interessant. Und dann wird die Wärme von der Dieselheizung verteilt. Genau. Dann hast du zwei Heizsysteme. Dann hast du zwei Heizsysteme, genau. Das kann der andere nicht, der Neue. Das kann der andere nicht, nein. Der hat Diesel und Diesel dann. Richtig. So, und hier siehst du, das ist das neue Heck. Das Heck hat sich nicht geändert, 24. Nein, das wird jetzt übernommen. Also das ist ja brandneu. Das ist jetzt der 23er, richtig? Richtig. Also von außen siehst du keinen Unterschied. Das Einzige ist, glaube ich, die Dieselheizung ist jetzt Serie bei dem anderen. Die kannst du hier aber problemlos nachrüsten. Und ich glaube, der Kompressorkühlschrank. Genau. Die Größe ist auch identisch vom Kofferraum. Identisch. Warte mal, ich zeig's mal gerade, dass ihr mal seht. Also ein Riesen, da gehen locker 2-3 E-Bikes rein. Zwei auf jeden Fall. Zwei auf jeden Fall. So, dann die Fenster sind flächenbündig. Sind hier in dem Falle Rahmenfenster. Okay. Mit den schöneren Plissés von innen. So, dann Duo-Control hier drin. Hier haben wir Duo-Control, die Flaschen schön nebeneinander zum Beladen und Entladen. Also da oben ist eine Duo-Control schon eingebaut, da reden wir auch mal locker über mit Einbau 500. Über 500 Euro, ja. 500 Euro ist mit drin. Dann haben wir hier natürlich eine pragmatische Lösung. Ein 2,5 oder sagen wir mal 3-Personen-Fahrzeug mit Notbett. Das heißt also eigentlich ein Fahrzeug für ein oder zwei Personen ist perfekt. Eigentlich für zwei. Genau. Für zwei. Also eine Person hat hier natürlich den Traum. Könnte sich hier die Liegewiese machen und sich hinten einmal quer oder längs legen, da brauchst du nicht mal zu nivellieren. Richtig. Aber es kommt noch viel besser, der hat Luftfederung ab Werk. Ab Werk und serienmäßig, ohne Aufpreis. Hat der VW auch? Ja, hat der VW auch. Gut, jetzt gucken wir mal rein. Also Doppellängsbett, großer Aufgang, hat er auch das Liftsystem? Der hat auch das Liftsystem, genau. Sag mal, jetzt wird das mal sehen. Denn das ist Gold wert, kenne ich vom Carthago. Die bauen aber nicht auf MAN. Das ist eine eigene Fangemeinde, MAN. Da gibt es sogar Fanclubs mittlerweile, Knaus MAN. Ja, da gibt es Clubs, da gibt es auch die sich dann auch treffen. Da gibt es ja die ganzen Versammlungen mittlerweile, diese Fantreffen. Da will ich jetzt Kassenwart werden in so einem Club. Nee, es war ein Scherz. Aber die, man sagt das so, es gibt auch entsprechend WhatsApp-Gruppen, es gibt ja auch Pepper-Gruppen, das kennst du ja selber. Das ist ja mit dem Pepper, ist es gekommen. Und wird jetzt mit dem Vansation weitergeführt. Der Pepper. Weinsberg Pepper. Ich kenne sogar Leute, die haben das Pepper wieder abgemacht. Weil sie gesagt haben. Ehrlich? Ja. Okay. Die gesagt haben, macht da eine andere Folierung drauf. Jetzt, wo der Mercedes kam, haben viele. Gut, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch gemacht habt. Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder Haue. Ich werde doch niemals Pepper abmachen. So, zeig mal die Schminkspiegelfunktion. Denn die steht im Handbuch auf Seite 34c, indem man nämlich die Duschwand, während man auf dem Klo sitzt, zu sich ranzieht, hat man einen beleuchteten Schminkspiegel und unser Model Leo zeigt mal gerade, wie schön man sich hier schminken könnte. Genau, für die Tages-Make-up. So, und dann hast du viel Beinfreiheit für die Toilette. Ja, das ist eine vollwertige Dusche mit drin. Wie funktioniert das? Das funktioniert in dem Falle, muss ich einmal hier vorne den Bügel umlegen. Und ziehe dann einfach an dem Waschbecken, lege die rechts zur Seite um.
Jetzt kommt ein Trick, weil viele werden jetzt sagen, ja, muss ich jetzt die Duschwand festhalten? Nein. Nicht festhalten. Denn in der Duschtür ist nämlich die Festhaltereinrichtung. Halt mal, zeig mal mit dem Finger drauf, bitte. Die da, die geht nämlich magnetisch da dran und hält diese Tür mit zu. Mach mal zu. Da macht es einmal Klick und dann sind beide Türen arretiert. Und das fühlt sich dann richtig toll an, weil, mach nochmal auf, dieser Raum nämlich dann geschlossen ist und du brauchst keinen Duschvorhang. Richtig. Und jeder kann durchgehen, ohne dass die Tür einem vor die Nase zustößt. So, dann der gute AES-Kühlschrank. Seinerzeit in Verbindung mit der Webasto-Standheizung, die ich auf jeden Fall hier nachrüsten würde. Natürlich kannst du damit im Winterurlaub fahren und brauchst nie wieder Gas holen, weil ich glaube, mit dem Kühlschrank und Kochen wirst du das niemals leer kriegen, das System. Das ist richtig. Das kriegst du eigentlich nicht leer. Kannst mit Diesel heizen und machst dann hier oben, wenn du mir mal zeigst, wie die Umluftfunktion geht, aber bei der Truma, die kann man nämlich aktivieren. Man kann nämlich sagen, ich möchte gern warm Wasser und einfach nur Umluft. Und dann gehst du auf Vent, drückst auf Stufe 1 und machst die Dieselheizung an vorne. Und dann wird automatisch im ganzen Auto die Wärme verteilt. So ist es. Ja, das wissen nämlich viele gar nicht, dass man die Truma verwenden kann in Verbindung mit einer Dieselstandheizung als Umlüft-Umweltsystem. Genau, das ist richtig, das wissen wenige. So, und was auch sinnvoll ist, das im Winter durchlaufen zu lassen, nämlich auf die Ventfunktion, dann kann sich nämlich keine Staunässe bilden. So richtig. Zirkulation, Luftzirkulation ist dann ganz wichtig. Guck mal hier, Oyster, Sattanlage. 27 Zoll. Sag mal, ist Satt noch ein Thema heutzutage? Wir sind jetzt am Umschwenken oder auch ganz aktiv bei Knaus, dass man aktiv die LTE-Antenne serienmäßig anbietet, dass man von der Sattanlage, von der Schüssel oben weggeht und von Alphatronics dann die LTE-Antenne. Sehr schön. Also man kann mittlerweile dann sich aussuchen, frei wählen, was man dann haben möchte. Ja, es gibt ja auch Systeme, wo der Router dann im Fahrzeug ist. Ist das so eins? Das ist so ein System. Wo ich die SIM-Karten dann im Fahrzeug wechseln, muss ich nicht mehr aufs Dach krabbeln. Richtig, nicht aufs Dach. Das haben sie jetzt geändert. Sehr schön. Zeig mal den Kühlschrank bitte. Das sieht man halt nochmal von der Größe her. Du hast dieses große Riesenfach für Getränke, das auch übrigens dann kühl bleibt, weil die Kälte nicht nach unten fallen kann im Getränkefach. Und du hast ein richtig funktionierendes Eisfach. Genau. So, das wäre... Haben wir das Liftsystem eigentlich schon gezeigt? Gerade eben? Natürlich. Gut. Was als erstes? Wir haben so viel von dem MAN. Die letzten fünf Stück hast du noch. Dann ist wirklich Feierabend, oder? Dann ist Feierabend. Dann ist das Ganze auf VW. Du hast keinen Zaubertrick mehr, keinen doppelten Boden mehr. Nein. Dann wird es keine MAN mehr geben. So ist es. Und das Coole ist, dass er so viel flacher ist. Das finde ich eigentlich... Ja, das neu entwickelte Tiefrahmenchassis von MAN und Knaus und ja... Das hat VW nicht, dass das Hochrahmen, also das ist hochgebockt, dafür hat er einen doppelten Boden. Ja. Aber die Höhe, klar, der sieht dann noch ein bisschen mächtiger aus, aber viele stehen da gar nicht drauf. Die wollen was sehr Kompaktes. Genau, was Sportliches. Sportliches. Also, geil ist bei dem Auto, dass du den, und du bist mein Zeuge, den kannst du auf der Autobahn mit 150 fahren, hast noch Reserven. Und mit 150 ist der so ruhig, als würdest du einen VW-Bus fahren, ne? Das ist richtig. Der schnürt. Wir haben... Oh, das ist ein großes Fenster. Ist das leicht zu öffnen? Sag mal. Das war immer so ein Einfallstor für Feuchtigkeit. Insgesamt 4 Verriegelungen. 4 Stück. 4 Stück. Die haben einen leichten Druck, oder? Ja. Und dann machst du nach oben auf. Ach, du kannst richtig stoßlüften jetzt. 5. 5 Verriegelungen. So, jetzt müsste eigentlich sofort das merkbar werden, oder? Warte mal, wir sind hier drin, schön heiß. Ja, merkst du schon, wie die Luft durchzieht. Wir filmen übrigens am 15. September 2023. Ihr habt nächste Woche Hausmesse. Genau, ihr seid alle herzlich willkommen. Am 23. und 24. sind die Tore von 10 bis 17 Uhr für euch geöffnet. Setz dich mal hin. Bitte. 1,85 Meter. Und du wünschst dir nichts sehnlicher, als statt zu Hause am Frühstückstisch in einem Wohnmobil zu sitzen mit deiner Familie. Was sind schöne Reiseziele für dich? Die Ostsee, die Alpen. Wo an der Ostsee fährst du gerne hin? Grömitz. Grömitz? Ja. Wo liegt das? In der Lübecker Bucht. Grömitz. Also wenn ihr den Leo sehen wollt. Du kannst dich hier natürlich die Fahrzeuge zum Testen natürlich auch mal reservieren. Ihr fahrt die regelmäßig selber, um mal rauszukriegen. Ja, klar. Funktioniert das wirklich so gut, wie die da an der Messe immer sagen? Das ist richtig. Das probieren wir live aus, ja. So, 85.990 Euro.
15 Minuten, die sich gelohnt haben. Jetzt werde ich mal was trinken und eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Und dann sehen wir uns in einer Viertelstunde nochmal wieder. Ich denke, wir kommen durch. Also 15 Autos hast du ja geplant. Das hier ist übrigens Baujahr 2023. Also keine Angst, kein 22er Modell, was ein 23er ist, sondern es sind Baujahr 23 Modelle. Und die allerdings, muss man erklären, du hast ganz viele von den MAN schon verkauft. Die letzten 5 sind jetzt noch da. So ist es. 45er Knaus hast du fast keine mehr. Das war also auch eine Geschichte. Ja. Und hier hast du Länge, aber die Länge fällt kaum auf, dass er 7 Meter ist, oder? Wahnsinn, ne? Ja. Also es geht überhaupt nicht durch als 7 Meter. Fast so 6,40 oder so. Wir sind bei Felge und Wels, das Ganze in Bissendorf. Danke fürs Einschalten. Wie gesagt, beeilt euch. Die letzten sind da. Tschüss.